Ja. So, hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind mal wieder auf der Schwäbischen Alb, abends, unheimlich warm noch, ne, heute ein Tag gewesen mit 33 Grad. Demzufolge schwitzt man auch ein bisschen. Was machen wir? Wir holen die Bienen. Ja. Ich meine, bei so einem Wetter ist das immer schön. Ne? Ihr wisst ja, ich fahre hier mit meinem alten T4, keine Klimaanlage. Da hast du das Fenster offen und fährst dann so ganz gemütlich die Bundesstraße entlang, über Land und bekommst einfach den Geruch mit. Ja, vor allem den Geruch von Heu, von fertigem Heu. Das ist einfach schön, wie unterschiedlich die Landschaft da riecht. Und ja, also ich mag den Geruch von Heu unheimlich gern. Also wenn es euch so geht, schreibt es in die Kommentare. Ja, auf jeden Fall nehme ich euch jetzt mal mit. Nochmal mit dem Aufladen, Einladen, Umladen. Ausladen wird nichts mehr, da wird es dunkel sein. Und ja, es ist ja hier die Gruppe, die kennt ihr ja. Dieser Königinversuch vom letzten Video. Da brauchen wir uns auch, ich habe auch beschlossen, da beschäftige ich mich gar nicht mit Honigernte. Wir haben jetzt hier pro Volk vielleicht, wenn es gut geht, 3 bis 5 Kilo. Das lasse ich denen, weil wir haben schon seit Tagen einfach Abnahmen. Das lasse ich denen, das brauchen die. Wir haben auch momentan keine Alternative, das muss ich ganz klar sagen dieses Jahr. Bei uns sind die Brombeeren noch nicht am Blühen. Im Wald tut sich gar nichts auf den Wagen bei uns. Also insofern werden die das bisschen Honig, wo die gesammelt haben. Wir wollen ja nochmal zurückdenken an die 2, 3 Tage, wo die den Raps optimal nutzen konnten. Das waren ja dann, wie gesagt, bei den guten Völkern zwischen 3 und 4 Kilo Tageszunahmen. Dann kam Regen wieder, Regen und Raps. Raps mag nassen Boden, sicherlich für die Nektarproduktion optimal, aber Raps mag keinen Regen in die Blüte. So zumindest meine Erfahrung. Und danach hat sich eigentlich dann nie wieder was. Da waren wir froh, wenn wir dann eine Nullsumme hatten nach dem Regen. Jetzt, ihr seht es hier im Hintergrund, ist alles grün, genau die Woche später, wie ich im letzten Video gesagt habe. Und deshalb bleibt der Honig in den Bienen. Die sollen den ruhig nutzen, sollen wachsen. Wir fahren die jetzt heim. Wir werden da vermutlich, so der momentane Plan, der kann sich auch wieder ändern. Wir werden die starken Völker aus dieser Gruppe, wie gesagt, ihr erinnert euch ja, da war dieser Königinversuch, da sind die Völker sehr unterschiedlich stark. Die starken Völker auf jeden Fall in die Edelkasteine fahren. Die schwachen, das weiß ich noch nicht, da gucke ich mal, ob es noch woanders jetzt eine Honigchance gibt. Wenn nicht, fahre ich nur eine Gruppe starke Völker. Und wenn wir woanders noch Honig finden, wir suchen da dieses Jahr wirklich danach, wenn wir woanders Honig noch finden, dann kann es gut sein, dass wir auch die Schwachen fahren, einfach als Aufbautracht, um die gut in den Winter zu bekommen. Alternativ ist natürlich, die Schwachen bleiben daheim, es fahren nur die Starken in die Edelkasteine oder viele starke Völker in die Edelkasteine, dann gibt es keinen Platz für die Schwachen. Dann vermehren wir die und füttern die und päppeln die und kriegen neue Königin jetzt schon im Juni, sind praktisch aus der Produktion. Ja, alles in allem, wie gesagt, ein sehr spannendes Jahr, ein sehr lehrreiches Jahr, wo ein doch der ein oder andere Gedanke auffloppt wieder. Wir sehen es auch im Bereich der Königinnen, Vermehrung und Zucht, da kommen wir jetzt langsam in die Gänge. Ich meine, ihr wisst, wer schon länger folgt, weiß, dass ich ein Freund bin von späten Königinnen oder spät zu starten. Aber wir kommen halt jetzt unheimlich spät. Also wir hatten jetzt wieder eine Serie, die eben in diesen Regentagen hätte begattet werden sollen. Das war jetzt nochmal nicht so der Renner. Und jetzt soll es aber ja ein bisschen schönes Wetter bleiben. Jetzt hoffen wir, dass wir dann in die Gänge kommen und dann nach und nach das alles seinen Gang nimmt. Nur wie gesagt, mit dem Honig, da werden wir noch ein bisschen suchen dieses Jahr. Verschiedene Ecken austesten, verschiedene Wagvölker aufstellen und ja, gucken wir, was dabei kommt. Ich mache das Fluglöcher zu, lade auf, weil ich will hier auch langsam vom Fleck weg. Lade die dann direkt bei mir daheim in die Vorderimkerei ab. Dann hole ich morgen Abend nochmal eine Gruppe. Und dann fahre ich nochmal einen Tag wahrscheinlich. Also ich denke, dass wir jede Woche heute nachts die Bienen fahren.
Und genau, ist eine Speditionswoche, eine Fahrwoche, eine Nachtarbeitswoche. Aber das ist ja bei den Hitzetemperaturen, ne, bis 36 Grad, glaube ich, morgen ist es ja auch nicht das Schlechteste. Ja, wenn euch das Video gefällt, Daumen nach oben, Abo und so weiter und so fort. Ihr wisst, das freut mich. Ich zeige euch noch ein paar Aufnahmen vom Aufladen, vom Einladen, wie das alles so von sich geht. Viel Spaß bei den Aufnahmen. Thank you.
Das ist doch einfach das Schöne, wenn man eben gehört. Man ist in der Natur, man hat die Sonnenaufgänge, man hat die Sonnenuntergänge, man hat die Müdigkeit. Wir haben jetzt, ihr seht es im Hintergrund, fertig geladen. Jetzt geht's nach Hause für die Bienen. Und wie gesagt, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Eure Fragen und alles weitere gerne in die Kommentare. Ich nehme noch eine Prise von dem Heuduft hier hinten. Trink einen Schluck. Und ja, dann fahren wir los. Also, macht's gut. Dann verabschiede ich mich mit Grillenkonzert, Sonnenuntergang und bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich doch nochmal anhalten müssen, bin auf meinen Anhänger und die Windkästen raufgeklettert, um euch diesen Ausspruch mal zu zeigen. Ist es nicht cool, so ein schöner Sonnenuntergang? Ich hoffe, es kommt auf der Kamera einigermaßen rüber. Da habe ich jetzt extra nochmal angehalten, um euch das zu zeigen, aber jetzt fahre ich schön gemütlich in der Nacht nach Hause. Euch wünsche ich auch schöne Träume und bis dann.